Nach dem nassen Sonntag wird es nun schon bald wieder deutlich trockener und auch freundlicher. Auch in der Nacht lassen die Niederschläge rasch nach. Es bleibt dann also trocken und zum Teil lockern die Wolken auch auf. Es kann sich dann allerdings bis zum Morgen örtlich Nebel bilden. Vor allem an der Donau und auch an der Naab wird es neblig trüb. Und wir müssen mit Glätte rechnen, denn die Temperaturen sinken auf Werte um den Gefrierpunkt und vor allem im Süden gibt es auch leichten Frost. Tagsüber wird es dann aber recht mild. In Franken liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad und anfangs kann sich außerhalb der Nebelfelder auch noch kurz die Sonne zeigen. Die Wolken werden da allerdings von Westen her dichter und vor allem Richtung Spessart und Rhön müssen wir mit ein paar Regentropfen rechnen. Der Wind weht dazu zwischendurch auch mal leicht lebhaft. Er kommt aus südlichen bis südöstlichen Richtungen. In der Oberpfalz bleibt es verbreitet trocken. Allerdings haben wir es hier mit hartnäckigem Nebel und Hochnebel zu tun. Vor allem an der Naab bleibt es lange trüb und grau. Außerhalb des Nebels scheint ab und zu die Sonne bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Der Wind weht hier meistens nur schwach mit Stärke 2. Er kommt aus Ost- bzw. aus südlichen Richtungen. Am freundlichsten wird es morgen in Oberbayern und auch in Schwaben. Hier scheint außerhalb der Nebelfelder häufig die Sonne. Nur in der Donau gibt es ein paar Nebelfelder. Richtung Alpen wird es zum Teil sogar strahlend sonnig. Ja, mit so viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auch auf 6 bis 10 Grad. Nur im Dauergrau bleibt es ein wenig kühler mit Werten um 5 Grad. Hier kommt der Wind auch meistens aus südlichen bis südöstlichen Richtungen. Er kommt mit Stärke 2 bis 3 daher. An den Alpen haben wir leichten Föhn. An den nächsten Tagen geht es zunächst noch mit trockenem Wetter weiter. Auch am Dienstag und Mittwoch scheint immer wieder die Sonne. Lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf und es wird sogar noch etwas milder mit bis zu 12 Grad. Erst im Laufe des Donnerstags werden die Wolken etwas dichter und es wird wechselhafter. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.